So, hallihallo, Hallöchen zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir machen weiter mit den Figuren zu The Loyal Subjects. Oder besser gesagt, die Figuren von Loyal Subjects zu DreamWorks Dragons, der selbsternannten Action-Vinyls-Serie, Real Action-Vinyls, also echte Action-Plastik-Figuren. Hicks und Astrid haben wir bereits ausgepackt, auch ohne Zahn und Sturmpfeil. Heute schauen wir uns hier Fishlegs an, Fischbein und seinen kleinen Drachen Gronkelinchen habe ich natürlich auch noch da. Und nicht nur einmal, nein, sondern in ganz verschiedenen Formen. Genauso wie Fischbein. Ja, auch von Fischbein gibt es mehrere Varianten und die zeige ich euch noch alle. Übrigens, die restlichen Wikinger und Drachen, die kommen mit der zweiten Welle, also Raff, Taff, Rotzbacke, Kotz und Wirk und natürlich Hakenzahn erscheinen in der Serie 2. Die kann man vorbestellen, ist aber noch nicht auf dem Markt. Ja, und ich habe keine Ahnung, wo ich die herkriege, denn die kann nicht mal mein Händler bestellen, zumindest bis jetzt. Also auch das wird echt spannend. Gut, lange Rede, lasst uns Fischbein anschauen. Ja, und wen es interessiert, diese Verpackungen sind eine auch relativ unscheinbar. Die haben gerade mal eine Höhe von 20,5 cm und eine Breite von ein bisschen über 10 cm, nicht ganz 10,5 cm. Und so hängen die normalerweise auch in den Regalen. Also da kann man schon drüber gucken, wenn man nicht ganz genau schaut. Aber ihr kriegt sie, wie schon gesagt, also in keinem mir bekannten Shop, sondern wirklich nur online. In Deutschland haben es, wie gesagt, 1, 2, 3 Shops angeboten. Auch die sind schon wieder fast ausverkauft. Also falls ihr die noch haben wollt, unbedingt so schnell wie möglich gucken, sonst sind die echt weg. Denn bei LOL Subject selbst auf der Seite sind die meisten schon komplett ausverkauft. Gut, also auch Fischbein kommt hier in dieser typischen Blister-Verpackung. Natürlich auch diese Figuren für Kids ab 8 Jahren eher aufwärts, denn es ist kein Spielzeug, sondern es sind eher schöne Aufstellfiguren, die man halt in Pose und so weiter verändern kann und ist eigentlich eher ein schönes Anschauungsstückchen. So, hier dann noch ein paar weitere Figuren, die es gibt. Habe ich euch ja schon vorgestellt, übrigens Astrid mit Rennstreifen, meine ich, hätte ich auch. Ne? Dann gibt es hier zum Beispiel auch noch Fischbein befloppt, wo quasi sein Fellumhang ganz weich ist. Ne? Den habe ich auch da, schauen wir uns auch noch an. Und ich meine, ich hätte ihn auch noch mit Rennbemalung. Seht ihr, ist schon wieder so lange her, dass ich den Karton hier bekommen habe, dass ich echt nachgucken muss. Ich ziehe die Figuren eigentlich blind raus und nehme, was kommt. Gut, dann holen wir den hier mal aus der Verpackung raus. So, auch hier ist wieder ein Kärtchen dabei mit ein paar Fakten zu Fischbein. Hier seht ihr die Zeichnung und hier die Umsetzung. Ne? Die Umsetzung in die reale Figur ist also wirklich mehr als gelungen und hat wieder tolle Details. Und sein Schwertchen haben wir hier auch noch dabei. Der Burner. So, okay. Dann ja, das Riesenschwert. Zack, das hört man auch hier schon entgegen. Ja, damit kann man sich doch verteidigen. Und natürlich Fischbeinchen. Ziemlicher Brocken und ziemlich schwer. Ist ein massives Kerlchen. So, also kleiner Blick auf sein Schwert. Ja, also ein Beehänder ist es nicht ganz. Aber echt klasse gemacht. Sogar eine ganz, ganz kleine Blutrinne hier im Schwert drin. Ne? Das in der Mitte, das nennt man eine Blutrinne. Dann hier auch noch seitlich außen abgeflacht. Das ist doch mega cool gemacht, oder? Sag ja, die Details sind echt nett. Dann hier die Parierstange, den Griff und hier hinten noch ein ganz einfacher Knauf. Mehr ist es nicht. Und dieses Teilchen hier hat eine Länge von 3,6 cm. Mehr ist es nicht. Aber ich finde es schön, sie haben Silber bemalt, die Parierstange extra bemalt, den Griff und auch den Knauf. Das ist super, nicht selbstverständlich. So, und hier haben wir Fischbein und er ist im Vergleich zu Astrid und zu Hicks wirklich ordentlich schwer. So, kleine Details hier. Ich fange vielleicht gerade mal mit dem Kopf an. Die Augen haben sie hier grün gemacht oder sagen wir mal olivgrün. Nicht ganz so knallig grün wie bei Hicks. Ich halte mal daneben. Bei Hicks sind die noch ein bisschen leuchtender. Ja, hier eher ein bisschen matter und wieder eine schwarze Pupille gesetzt plus Lichtpunkt. Finde ich toll. Finde es vor allem auch klasse, dass die Augen unterschiedliche Farben haben. Hier auch eher ein bisschen Überbiss.
der Burner. Super, sogar die Zähnchen noch extra bemalt. Das kleine Kinn, die dicken Bäckchen, auch die Augenbrauen hier sehr schön gemalt. Ist übrigens auch wieder eine andere Haarfarbe, als was hier bei Astrid sehen. Ne? Kann man schön erkennen, bei Astrid ist das Ganze noch viel, viel gelber. Hier ist es eher ein bisschen beige. Dann auch natürlich der kleine, ja, Gronkelhelm mit den Nieten drumrum, die Flügelchen bzw. die Öhrchen hier oben drauf. Das ist schon echt süß gemacht. Den Helm könnt ihr übrigens nicht abnehmen, der sitzt fest. Und auch hier, obwohl das ein bisschen, ja, weich ist, würde ich hier nicht allzu feste drücken, sonst knallt euch das ab, ne? Das wäre wirklich sehr, sehr schade. Ja, die Haare haben sie hier ganz einfach gemacht. Einfach so ein paar Rillen, Strähnen rein, aber trotzdem sehr nett. Auch da, wo der Helm drauf sitzt, noch ein paar größere Haarflächen, die abstehen, und ich finde es echt schön gemacht. Auch hier sogar noch ansatzweise ein kleines Zöpfchen, was er hier hat, ne? Das ist doch klasse. Das sind so die Details, die ich meine. Das ist einfach fantastisch gemacht. Ja, dann hier seine Fellweste, Felljacke, die er hier anhat. Hier oben ist sogar noch ein kleiner Flicken mit dran. Hier hinten geht es weiter. Nicht so, ganz einfach gemacht. Dann hier auch noch den breiten Gürtel drumrum. Und hier unten läuft es ein bisschen franzig aus. Also mich erinnert es ja unfassbar an Faxe von Vicky und die starken Männer. Ne? Ja, und hier hat er natürlich seine Beutelchen vorne mit dran. Übrigens, das hier ist auch wieder eine andere Farbe als die Haarfarbe. Ne? Das sind so die kleinen, aber feinen Details. Und jede dieser Taschen hat einen anderen Verschluss. Ne? Hier sind zwei so Lederriemchen. Hier ein ganz großer Verschluss und hier nur einer. Und das ist doch absolut klasse, ne? Auch die Fellarmbändchen, man kann hier noch sowas wie ein Lederriemen erkennen, der sich hier ringsrum wickelt. Hier haben wir sogar schöne Details an der Rückseite. Das ist doch Weltklasse, oder? Auch schön die Fingerchen einzeln zu erkennen, übrigens auch die Hand. Also nicht nur den Arm, den ihr hier 360 Grad bewegen könnt rundherum, ihr könnt auch noch die Fingerchen, die Hand neben dem Arm komplett bewegen, ja, also das finde ich mega cool, toll beweglich. Allerdings durch die Ärmelchen können das nicht zu weit nach oben machen, die Arme. Also das hier ist das Maximum, würde ich mal sagen, höher kriegt ihr es nicht. Man sieht hier auch, wie die Hände reingesteckt sind, hier wird es ein bisschen schmäler, aber fällt nicht wirklich auf, ne? Also cool, schön gemacht. Und dann hier die Hose in einem dunkleren Grün. Ja, hier könnt ihr die Beine auch nach vorne machen oder nach hinten. Knien kann er allerdings nicht. Und ich glaube, zum Hinsitzen, wartet mal, wird es auch nicht ganz reichen. Nein, kippt er definitiv nach hinten, aber ihr könnt es so weit nach vorne machen. Ich glaube auch nicht, dass er auf Fleischklöpfchen sitzen kann. Das denke ich mal nicht. Boah, hier steht der Fuß ziemlich weit raus. Hier kann man das Gelenk erkennen. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen weiter reindrücken. Vielleicht geht es auch gar nicht mehr weiter rein. Wartet mal. Nö, das geht nicht weiter rein. Aber nicht schlimm. Wenn er steht, seht ihr das definitiv nicht. So, dann hier unten auch noch ein bisschen Fell am Ende der Hose, ebenfalls in einem ganz anderen Braun bemalt wie sein Kittel oder wie die Schuhe, sondern hat die gleiche Farbe wie die Armbänder hier oben. Und dann sieht man hier noch die kleinen Lederschuhe. Auch hier geht noch sowas wie ein Streifen rüber. Ich weiß gar nicht, ob man es erkennen kann. Und so sieht das Ganze von unten aus. Der Stempel LOL Subjects und hier haben wir eine Produktnummer und das Copyright von 2017. So, wie gut kann er stehen? Unser Fischbein, ja, sehr gut, steht wie eine 1, super klasse. Und jetzt kriegt er natürlich auch noch sein Schwert in die Hand. Ich glaube, das ist gerade egal. Ich mach's mal hier rein. Ja, wunderbar. Ach, klasse, klasse. Sieht doch aus wie auf dem Plakat, oder? Hammer. Kopf. Ach Gott, den Kopf könnt ihr auch noch ein bisschen bewegen. Schaut euch das an. Wow, wir kriegen sogar, ach du liebe Zeit, 360 Grad. Ja, er schafft die 360 Grad Drehung. Boah, der reine Wahnsinn, hey. Ist ja der Hammer. Ach super, super, super. Arm könnt ihr nicht ganz nach vorne biegen. Das hätte mich auch gewundert. Dafür ist er einfach zu kurz. Aber ich finde, das sieht doch schon mal klasse aus.
Ne? So, hier ein bisschen schräg, die Siegerpose. Also ich finde es richtig, richtig schöne Figuren. Klasse, ne? Egal von welcher Seite ihr das anguckt, das sind einfach super schön gemachte Figuren. Echt, also wow. Ist jeden Cent wert, aber natürlich nicht zu viel ausgeben, ja. Denn die werden hier in Deutschland meiner Meinung nach viel zu teuer verkauft. So, jetzt mache ich mal eine andere Stellung. Den Arm hier runter, sein Schwertchen auch. Okay, jetzt stelle ich noch Astrid daneben. Warte mal, Arm ein bisschen runter, damit sie näher bei ihm steht. Und auch noch Hicks daneben. So sehen die drei hier aus. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück mit der Kamera. So, jetzt habt ihr die alle auf dem Bild. Ah, das ist doch schon super, oder? Klasse, passen auch wirklich so unfassbar gut zusammen. Toll, und wirklich jeder dieser drei Charaktere hat eine andere Gesichtsform. So, was wir jetzt natürlich noch wissen müssen, ist die Größe von Fischbein. Und ich habe hier eine Höhe von ein bisschen über 9 cm, knapp 9,5. Man kann ja auch den Kopf noch ein bisschen höher machen. Ja, ihn noch ein bisschen aufrechter stehen lassen. Das Schwert ist nicht höher als der Kopf. Ja, würde ich sagen. So um die 9,5 cm. So, auch hier stelle ich mal kurz ohne Zähnchen daneben, damit ihr seht, wie schön die Figuren hier miteinander harmonieren und wie gut die auch zueinander passen. Ne? Gerade von der Größe her, von den Proportionen, absolut top, super. Gut, und im nächsten Video von diesem Hersteller schauen wir uns dann Fleischklöpschen an. Boah, da könnt ihr euch drauf freuen, die ist super toll geworden. Egal, ob in der normalen Form oder in der grünen Form oder lila, habe ich alle da. Und ich kriege auch noch Fleischklöpschen mit der Rennbemalung. Das müsste die Tage noch kommen. Tja, und ich werde es euch natürlich gerne zeigen. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, netter Blick noch in die Kamera von unserem Fischbein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr seht ihn jetzt noch in 360 Grad. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüsschen, winke, winke. Euer Rupi. Yay. Yeah.